Die Politiker haben nicht wirklich verstanden, wie eine Cannabispflanze funktioniert. Eine Pflanze ist nun mal eine Pflanze, keine Maschine, der ich sagen kann, da hängt so viel dran und nicht mehr. Liebe Green Connection Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie versprochen gibt es heute die Auswertung der drei geernteten Cannabispflanzen. Wir werden uns anschauen, wie viel Gramm konnten wir denn insgesamt ernten. Wir werden uns anschauen, was sagen die restlichen Cannabinoide, also auch wie viel THC konnten wir denn insgesamt produzieren. Und wir werden uns natürlich auch die Terpene anschauen. Also wie riechen und wie schmecken die Pflanzen. Es wird sehr spannend. Zum Schluss gibt es wieder was für euch zu gewinnen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Let's go, Leute! Freunde, nochmal eine kleine Zusammenfassung, um was es hier überhaupt ging. Also wir haben mit drei Critical gearbeitet von Royal Queen Seeds, haben insgesamt auf 1,2 Quadratmeter gearbeitet und 320 Watt investiert. Die Lampen waren immer so auf 80% gedimmt, dementsprechend 400 Watt standen uns gesamt zur Verfügung. Beim THC-Gehalt, da haben wir das nochmal ein bisschen kategorisiert zwischen A-, B- und C-Blüten, eben die Größe der Blüten. A-Blüten ist in dem Fall immer nur der Headbutt. Und dann können wir uns gleichzeitig anschauen, hey, stimmt denn diese Behauptung, die man immer so oft hört, hey, die A- oder B-Blüten haben tatsächlich mehr THC als die C-Blüten. Und da habe ich jetzt Zahlen zu, wir können es uns direkt anschauen. Wir reden jetzt beispielsweise von der Pflanze 3, schauen uns die B- und die C-Blüten an. Bei den C-Blüten 16,8% THC und bei den B-Blüten haben wir 21,2% THC. Und das ist an der gleichen Pflanze geerntet. Das sind einfach nur Blüten, die ein Stück weiter unten gewachsen sind. Und wenn ihr euch erinnert, in meiner letzten Strain Review, da ging es um das Waffle Bites, da habe ich genau das Thema mal angesprochen und viele von euch haben dann so reagiert, dass es eigentlich total egal wäre und ihr seht einfach, es ist nicht egal. Es spielt einfach wirklich eine Rolle, wie viel Licht bekommt die Blüte und wie viel THC kann dann am Ende gebildet werden. Ja, es sind Schwankungen einfach drin und das muss man immer berücksichtigen. Was den CBD-Wert der jeweiligen Pflanze angeht, das liegt wirklich alles im 0,0-Bereich. Und wie angekündigt, gibt es jetzt die Auswertung der Terpene. Also wie riechen und wie schmecken die Blüten. Die Firma Sunlight hat freundlicherweise für uns eine Analyse machen lassen. Es wurden 40 Terpene gemessen. Und ganz grundsätzlich muss man sagen oder lässt sich sagen, dass alle Terpene wirklich eher in die bittere, erdige, waldige Richtung gehen. Also weniger was Süßes, weniger was Fruchtiges, sondern wirklich eher was Bitteres und Waldiges. Ich habe mir noch ein paar Terpene angeschaut, habe mir rausgesucht, nach was sie schmecken, nach was sie riechen und in welchen Lebensmitteln die einfach vorkommen. Und da ist mir Sachen aufgefallen wie Rosmarin, Teebaum, schwarzer Pfeffer, Wacholder, Pinien, Zedernholz. Also mit den Terpenen haben wir es hier zu tun. Alles diese eher waldigen, erdigen, bitteren Terpene. Und jetzt haben wir natürlich die Trockenmengen der jeweiligen Pflanzen. Wir haben bei der Pflanze 1 138 Gramm geerntet. Bei der Pflanze 2 sind es 152 Gramm und bei der Pflanze 3 ebenfalls 152 Gramm Trockengewicht. So, dementsprechend sind wir insgesamt bei 442 Gramm. Das ergibt 368 Gramm auf den Quadratmeter
und 1,15 Gramm pro Watt. Ganz wichtig an der Stelle noch zu erwähnen und die Frage, die ich mir auch stelle. Uns ist es jetzt gelungen, 442 Gramm mit den drei Pflanzen zu ernten. Und ich muss dazu sagen, wir waren nicht permanent an der Pflanze dran und haben die Blätter gestreichelt. Also ich will damit sagen, man hätte noch mit ein bisschen mehr Aufwand wahrscheinlich noch deutlich mehr ernten können. Wahrscheinlich, wie schon gesagt, wenn wir den VPD bei dem Grow schon mit auf dem Schirm gehabt hätten, hätten wir definitiv noch mehr geerntet. In der aktuellen politischen Diskussion ist aber was von 50 bzw. 60 Gramm Trockenblüten zu Hause lagern die Rede. Heißt quasi, ein Grow-Anfänger, der nicht extrem viele Vorkenntnisse hat, dem wird es auf jeden Fall möglich sein, künftig mehr als 50 Gramm mit drei Pflanzen oder auch schon mit einer Pflanze zu ernten. Und dieser Anfänger macht sich quasi schon straffällig. Und das kann quasi nicht sein. Jeder wird mehr als 50 Gramm mit drei Pflanzen ernten. Da gehört wirklich nicht viel dazu. Was heißt überhaupt trocken? Und ich bin auch der Meinung, dass die Politiker, die sich dieses Gesetz oder diesen Gesetzesentwurf einfallen lassen haben, haben nicht wirklich verstanden, wie eine Cannabispflanze funktioniert. Eine Pflanze ist nun mal eine Pflanze, keine Maschine, der ich sagen kann, da hängt so viel dran und nicht mehr. Es will keiner ins Gefängnis gehen, es will keiner eine Geldstrafe zahlen, es will sich einfach jeder an die Regeln halten, aber die Regel muss wirklich realistisch sein. Freunde, wir schauen uns die Blüten direkt mal an. Erdiger Geruch, mega erdig, waldig, erdig. Überhaupt nichts Süßes, also so wie die Terpene auf dem Zettel stehen, so rieche ich es auch tatsächlich. Harzige Blüte. Wir freuen uns natürlich dann auch mal über andere Genetiken, auch von anderen Breedern. Da gibt es bald schon was Neues zu erzählen. Kommt bald. Ich darf die gar nicht rauchen, weil die Blüten hier mit einer Forschungslizenz produziert wurden. Und eine Forschungslizenz sagt natürlich, dass was mit Forschung zu tun hat und nichts mit Konsum. Also keine medizinische Lizenz oder keine Recreation-Lizenz, sondern wirklich nur eine Forschungslizenz. Ich kann sie mir hier maximal anschauen und fühlen, aber geraucht werden dürfen die nicht. Ich komme danach wieder in einen Safe. Der Benny schließt die ein und dann werden die weggeschlossen. Der sitzt sogar bei uns mit dabei. Ja, genau, der sitzt hier hinten. Harzig sind sie schon schön. Ja. Sind ein bisschen vorgetrimmt natürlich, ist noch kein perfekter Trim. Da kann man noch mal dran gehen. Die Schere habe ich nämlich schon hier liegen. Und der Handtrim ist immer hochwertiger. Prüfe hier, ob der Benny hier eventuell mit Bricks gearbeitet hat, um die Blüten ein bisschen schwerer zu machen. Das kann ich hier mit der Lupe kontrollieren. Nein, kein Zucker drauf, kein Haarspray, kein Blei und kein Bricks. Sieht man alles mit dieser tollen Lupe? Wie gesagt, 30- und 60-fache Vergrößerung. Und diese tolle Lupe werde ich euch jetzt verlosen, und zwar 10-mal. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, findet es ab jetzt auf Instagram. Ich wünsche euch viel Erfolg. Freunde, und nicht vergessen, mit den Green Basics geht es weiter. Wir werden den nächsten Grow in dem gleichen Zelt realisieren, aber wir werden dieses Mal den VPD auf jeden Fall noch berücksichtigen. Das heißt, Blatttemperatur, Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur. Und dann werden wir mal schauen, was wir dann ernten werden. Also diesmal waren es 442 Gramm und ich bin mal gespannt, was obenhin noch drin ist. Schreibt mir doch eure Meinung gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was wir dann ernten werden. So, auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht, die Folge. Ich hoffe euch auch. Ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wer noch nicht hat, lasst doch gerne mal ein Abo da. Vergesst das Gewinnspiel nicht, findet ab jetzt auf Instagram statt. Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.